Vielen herzlichen Dank für die schöne Einbegleitung. Vielen Dank, Frau Landesrätin, dass diese Veranstaltung heute im Rahmen der Ars Electronica andockt, sowie auch herzlichen Dank an das Schiff, das hier andockt, und natürlich die Upper Austrian Research für diese Kooperation. Es ist für uns genau das, worum es bei Ars Electronica geht, eine Plattform zu sein, eine Docking Station und eben auch ein großes internationales Netzwerk zu sein. Dass Ars Electronica über so lange Zeit hinweg, wir haben heuer 35-jähriges Jubiläum, immer wieder, und ich glaube, man kann das wirklich mit gutem Gewissen sagen, am Puls der Zeit ist, liegt daran, dass wir es geschafft haben, ein sehr großes lokales, internationales Netzwerk an Kooperationspartnerinnen und Partnern aufzubauen, zu pflegen und immer weiterzuentwickeln. Und wenn Sie sich das heurige Festival vielleicht ein bisschen genauer anschauen können, dann werden Sie merken, dass wirklich aus allen Teilen dieser Welt, es gibt keinen Kontinent, aus dem wir heuer nicht Partner, Künstlerinnen, Beitragende, Vortragende, Wissenschaftler, Technologen, Designer etc. hier in Linz vor Ort haben. Und es ist wirklich ein Festival, in dem man sich über die Veränderungen unserer modernen Zeit aus den unterschiedlichsten Perspektiven und Blickwinkeln einen sehr guten Überblick schaffen kann. Wie läuft das in Asien, wie läuft das in Afrika, wie läuft das in Australien, wie läuft es bei uns in Europa? Was sehen die jungen Leute und die jungen Innovatoren und Kreatoren an Chancen? Was sehen die alten Hasen an Ängsten und Befürchtungen? All das auf einem gemeinsamen Level, auf einer gleichen Augenhöhe trifft sich hier bei der Ars Electronica. Es gibt ein ganz besonderes Programm heuer, das nennt sich Future Innovator Summit, wo an die 30 junge Innovatoren und Kreatoren aus dem Bereich Kunst, Technologie, sozialer Aktivismus, aber auch Entrepreneurship und Startups-Unternehmer, Jungunternehmer, sich jetzt eine Woche da gemeinsam treffen, um darüber nachzudenken mit unserem Publikum, mit Ihnen, what it takes to change. Die Frage ist für uns nicht so sehr, was müssen wir verändern und was ist das Rezept, um die und die Sache besser zu machen, sondern wir wollen auch an das Wesen der Veränderung selbst herangehen. Es ist schon kurz angeklungen, es ist eine wirklich faszinierende Erfahrung. Jeder von Ihnen, der viel international unterwegs ist, wird es spüren, wie unterschiedlich mit Veränderung umgegangen wird, welche Besetzung, welche Wertschätzung oder auch welche Angst diesem Begriff der Veränderung gegenübergebracht wird. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass der Titel dieser Veranstaltung nicht einmal mehr Industrie 4.0 oder sowas ist, sondern digitale Gesellschaft, und die Gesellschaft steht vor der Fabrik. Ich glaube, das, was einer der wichtigsten Punkte ist, wenn wir über Industrie 4.0 reden, dann müssen wir auch über Arbeit 4.0, und es wird uns nichts anderes übrig bleiben, auch über Arbeitslosigkeit 4.0 nachzudenken. Wie organisiert sich eine Gesellschaft, in der die industrielle Produktion, das Rückgrat, die Basis unserer Wirtschaft global, solchen Veränderungen bevorsteht? Und Sie, glaube ich, wissen alle, dass es nicht damit getan sein wird, dass man die alten Maschinen rausräumt aus der Fabrikshalle und jetzt noch schönere, coolere, intelligentere Maschinen reinstellt. Das ist nicht das Ende, das ist der Anfang einer Kette, die sich durchziehen wird, ganz tief rein in die Gesellschaft. Und ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen provokant, wenn man so formuliert, aber die industrielle Revolution, die hat die Aristokratie und den Feudalismus weggewischt. Was wird die digitale Revolution wegwischen? Sind wir, so wie wir unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unser Europa erleben und wertschätzen, sind wir womöglich die nächsten Veränderungsverlierer, oder sind wir in der Lage, diese Veränderung so mitzugestalten, dass wir auch davon profitieren können? Und das ist ein Unterfangen, das wirklich die gesamte gesellschaftliche Breite braucht, um darüber nachzudenken. Es braucht die Leitbetriebe aus der Großindustrie wie die Klein- und Mittelunternehmer, die viel stärker unter Druck kommen werden in diesen Veränderungen, die hier vor sich gehen. Und es braucht aber auch von Anbeginn an dieses Mitdenken auch mit der Gesellschaft. Die Leute mitnehmen in diese Veränderung, das ist das Zentrale, wofür und dafür steht Ars Electronica, Kunst und Kultur ein wunderbares Mittel ist. Mit Kunst und Kultur ist es möglich, Themen auch in einer Form zu transportieren, die über die Kreise der Expertinnen und Experten hinaus dann spürbar, begreifbar, nutzbar und umsetzbar werden. Und es geht auch um die Forschung. Aber wenn wir solche Veränderungen planen und umsetzen wollen, dann kann es nicht nur eine Forschung im klassischen Sinn sein, wo spezialisierte Universitätsdepartements mit der Industrie und mit der Forschungsförderung gemeinsam die neuen Technologien, die neuen wissenschaftlichen Systeme entwickeln,
sondern es geht eben um diesen Faktor auch der Kreativität. Hinter dieser Setzung und hinter dieser Realität, die wir schaffen, sind so unendlich viele Fragezeichen, die über ihre Produktionsstätten und Fabrikshallen hinausgehen. Auch an denen muss gearbeitet werden. Und es ist deswegen auch kein Wunder, dass in den letzten Jahren dieser Begriff der künstlerischen Forschung immer wichtiger geworden ist und dass wir auch rund um Kreativität eine Schwelle überschritten haben. Es geht nicht nur mehr um Creative Industries, also wie wir aus den Produkten der Kreativität auch Profit ziehen können, wie wir daraus auch verkaufbare, vermarktbare Produkte machen, sondern es geht immer mehr um die Grundlage, den Kern der Kreativität, den als eine Energiequelle für diesen Veränderungsprozess, in dem wir drinnen stecken, nutzbar zu machen. Und das sind Projekte und Prozesse, die auf der ganzen Welt laufen. Ich kann wieder ein bisschen angeben. Wir haben Delegationen aus Südkorea, aus Hongkong, aus Taiwan, mehrere aus China, 5, 6 verschiedene Delegationen aus Japan hier. Auch der Generaldirektor für die Digi Connect aus Brüssel ist jetzt für 2 Tage hier bei der Ars Electronica, um genau das zu studieren. Welche Möglichkeiten und Formen kann es geben, diese Kreativität, von der wir glauben, dass sie sozusagen die Bastion Europas ist, das ist unsere große Ressource, wie können wir die auch nutzbar machen und zugänglich machen? Und ein entscheidender Aspekt, den ich hier noch loswerden möchte, ist natürlich der, gerade auch an Sie, Kreativität ist etwas, was man nutzen und nutzbar machen kann. Aber es hat leider auch so einen kleinen Haken. Es ist nicht einer der Rohstoffe, die man einfach nur abbauen kann, sondern es ist blöderweise ein Rohstoff, den man immer wieder aufbauen muss. Und wenn man ihn nicht ständig auch aufbaut, und das ist eine langfristige Investition, genauso wie die Bildung, dann mag das vielleicht für eine kurze Zeit funktionieren, aber es ist kein nachhaltiges Modell, auf dem wir auch wirtschaftlich wichtige Wettbewerbs- und vielleicht sogar Überlebensfaktoren für Europa aufbauen können. Und es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen dramatisch, aber es ist dramatisch nicht im Sinne, dass man sagt, es ist Feuer am Dach, aber dramatisch im Sinne einfach der weitgreifenden Auswirkung und eben der Tiefe, in die diese Veränderungen hineingehen. Ich muss jetzt sofort wieder da springen, ich sollte leider schon ab 11 Uhr 2 Stockwerke tiefer eine ganz tolle Ausstellung eröffnen. Wir starten jetzt unseren Ausstellungsparcours von jetzt bis 18 Uhr am Abend wird im Halbstundentakt werden Ausstellungen in der ganzen Stadt eröffnet. Es gibt am Abend ein wunderbares öffentliches Spektakel am Dom, am Vorplatz und im Dom drinnen. Ich glaube, das ist einer dieser ganz schönen Zeichen auch für die Veränderungsdynamik und Bereitschaft hier in der Stadt, in Linz, in Oberösterreich, welche Breite an Kollaborationen wir für das Festival möglich machen können, von der Forschungsgesellschaft bis hin zur Diözese, alle sind dabei bei Ars Electronica. Und diese Device-Art-Ausstellung, die Sie vielleicht nach Ihrer Konferenz hier auch noch besuchen können, ist eine Ausstellung, die von Künstlern und Ingenieuren aus Japan, von der Tsukuba University in Tokio, von der UCLA in Amerika und von Künstlerinnen aus Slowenien und Kroatien gemeinsam zusammengestellt wurde. Und da geht es auch genau darum, die heißt Device Art, die Kunst der Geräte. Wie Geräte, wie Technologie entwickelt wird, wie sie gestaltet wird, das bestimmt darüber, was wir als Gesellschaft und wir als Menschen damit machen können. Und das ist einer der Bereiche der Forschung, wo die rein technologische Forschung und das klassische Industriedesign eigentlich nicht weit genug geht. Das sind Forschungsprojekte aus künstlerischer, aus technologischer Sicht, die schon den übernächsten Schritt probieren und wo man auch tolle Projekte sieht, die uns schon zeigen, dass mit diesem Internet der Dinge vielleicht nicht immer alles gut gehen wird. Da wird es genauso irgendwelche schönen Kapitalstürze geben, wo irgendein Blödsinn rauskommt. Und was könnte der sein und wie gehen wir dann da wieder damit um? Zum Internet der Dinge noch. Wir haben so diese komische Tendenz, eben wir reden über Industrie 4.0 und nicht über die Arbeit 4.0. Wir reden über das Internet der Dinge, nicht über das Internet der Menschen. Wir reden über die Social Media, also wieder die Technologie und nicht über die Social Communities. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Das ist das, was ich hoffe, dass Sie auch von der Tatsache, dass das heute bei Ars Electronica stattfindet, ein bisschen mitnehmen. Wir müssen auch diesen Blick, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Blickrichtung zu verändern, sondern nur sozusagen den Fokus ein bisschen zu erweitern, damit diese Veränderung auch in der gesamten notwendigen Breite stattfinden kann. Vielen herzlichen Dank noch einmal und jetzt natürlich sehr viel auch Input aus diesen wunderbaren Vorträgen, die jetzt noch kommen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank.